Herzlich willkommen bei Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere ist Let's Player. Okay, boah. Okay, ich fange nochmal an. Herzlich willkommen bei Heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere was Let's Player nicht machen. Willkommen bei Christine Angel 3000 mit den neuen Videos, die dieses Jahr noch anstehen. Wir haben heute den 29.12., also zwei Tage vor Silvester. So. Heute spielen wir ein Spiel, vielleicht habt ihr es jetzt schon in der Überschrift gesehen, oh mein Gott, ich kann das auch nichts ändern, aber es geht heute um das Spiel. Was wir heute mal reinschauen, ist 3-1-3 Freestyle, ein Basketballspiel. Ich habe mich jetzt noch nicht spoilern lassen, wie gesagt, es ist noch komplett null, also ich habe keine Ahnung, es ist Free-to-Play auf jeden Fall. Leider muss ich euch auch eine Information geben, da es leider nicht im deutschen Store erhältlich ist. Ich habe es aus dem asiatischen Store, sage ich es einfach mal so, komplett aus dem asiatischen Store runtergeladen. Im österreichischen Store ist es auch leider noch nicht verfügbar, im deutschen nicht, wahrscheinlich aber im amerikanischen, weil das Spiel komplett noch auf Englisch ist, sage ich jetzt schon mal vorab. Und jetzt noch eine kleine Information für dich. Ich mache das nur für dich, Mobster, weil ich denke mal, dieses Spiel würde dich auf jeden Fall interessieren. Könnte auf jeden Fall was sein. Und wir hoffen, dass es vielleicht im deutschen Store auch irgendwann rauskommt, free to play. Und euch zu zeigen, wir gehen jetzt einfach mal in den Store rein. Bevor wir das Spiel starten, gehen wir auf Spiele, Free to Play, und wie ihr sehen könnt, nix. Kein 3-1-3 Freestyle, null, nada. Also, wie gesagt, in den anderen Store könnt ihr das gerne runterladen. So, wir starten jetzt einfach mal, bam, und schauen uns mal, was das für ein Spiel ist, was es beinhaltet, wie kann man das spielen und wie gut ist es. Lohnt sich es für kostenlos zum Runterladen? Jetzt schauen wir mal. So. Am Anfang wird es erstmal eine Server Connecting sein, weil das Spiel wahrscheinlich auch online komplett ist. Das Spiel ist, wie gesagt, ich habe noch keine Informationen. Wie gesagt, das ist wirklich blind. Es ist von Joy City mit einer Unreal Engine 4. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Viele andere Free-to-Play-Spiele sind meist nur mit Unreal Engine, nur 1 oder 2 oder so. Und das war's dann eigentlich. Das hat aber einen 4er. Und wir hoffen mal, dass es die Qualität und die Grafik auch so sehenswert ist, dass wir das auch sehen können. So, es wird geladen. Und der erste Beiwurf und daneben. Oh. Also Mabster hätte das bestimmt dreimal viel besser bekommen. Oh Gott, also wer das spielt, wer da die Körbe wirft, ich weiß auch nicht, also der muss noch viel, viel lernen, der braucht wahrscheinlich wirklich die Pro-App dafür, für neue Ratschläge, wie man Bälle einlocht oder Körbe wirft. Oh, fast du, da läuft er. Wir drücken jetzt mal X und das wird jetzt erstmal das Server, Connecting on the Server. Hat er jetzt einen geworfen, hat er einen Korb gemacht? Ich habe keine Ahnung. Und. Oh, das war aber nicht schlecht. Könnte mal, ja. Also trifft der eigentlich auch mal oder wirft er einfach nur sinnlos umherum? Ich weiß es nicht. Und. Oh. Also, ich sage jetzt einfach mal nur Skill. Also auf jeden Fall, den Ring trifft er dauerhaft, das ist schon mal sehr gut. Oh, jetzt, na endlich. Naja, okay, jetzt ist auch das Laden vorbei. Deswegen kommt auch die Animation. So. Also ich werde jetzt auch nicht vorlesen, weil mein Englisch auch nicht gerade das Beste ist. Und ja, wir werden jetzt einfach mal komplett reinschauen, was das Spiel beinhaltet. Und schauen wir mal, ob wir mal auch einen Charakter erstellen können, was auch nicht schlecht wäre. Meine PlayStation dreht schon wieder durch, wie ihr vielleicht hören könnt, aber ich hoffe, dass es alles läuft. So, es ist auch hier warm drin, ich könnte mal das Fenster aufmachen, aber ja. So, also, Slash, Rebound, Move, okay, alles klar. Okay, Ball aufheben, alles klar. So, oh Gott, noch mehr, Steal, okay. Okay, L1, R2 plus. Okay, das ist immer noch das gleiche. Okay, Block. Okay, Face Up, Dash, Move. Okay.
Ganz schön viel auf einmal. Drive. Okay. Ist halt alles ein bisschen anders. Links nach oben. Also Richtung Korb wahrscheinlich. Und dann, ja, okay. Alles klar. Wir versuchen einfach mal unser Glück. Are you getting hanging things? No. No. Okay, let's hear. Okay, Main Menü. Okay, Main Menü. Option. So. Also. Okay, alles klar. Okay. Also, wir haben Go the Street. Okay. Management, Charakter, Episode, Records, Shop und alles andere. Eine Crew, also ein Team und Archivement, alles noch coming soon. Also, das kommt doch alles, wie gesagt. So, wir machen einfach mal bereit. Unten kommen dann die ganzen Basis-Guides und News, Events, etc., etc., etc. So, okay, good luck. Wir versuchen mal unser Glück bei irgendwas. One versus one online, okay. Nein, wir gehen erstmal zurück. Nein, nicht online. Lass mich in Ruhe. Management. So, wir haben hier mehrere Charaktere zur Verfügung. Ich dachte, man kann... Oh Gott, okay, also Lulu, also... Naja, okay, das hätte sie besser machen können. Big Dog, wir haben Clark, okay. Dann haben wir Ludo. Okay, Lotta, Ludo, okay. Lee. Also wie ein Asiate sieht er nicht aus. Mardok, Amanda, William, Pedro wollte ich sagen. Pedro, was geht ab? Helena, die ganze Zeit mit uns geredet hat. Fred und Carolina, Cindy, Kim, Joy. Ja, okay, da war es dann wieder. So, wir nehmen aber Kim. Mit der komme ich, will ich irgendwie besser. Outfits. Gleich mal gucken, was gibt's für Outfits. Themes, Equipment, Casual, Back und ja, Spezial. Aber noch, wir haben noch nichts freigeschaltet, also Schuhe, man kann jetzt anscheinend die Out-Dings, ja, Klamotten, Schuhe, Armbänder, Nummer, Frontpatch, also Designing und Back-Designing, sowie ein Rucksack anscheinend. Ja. Level Up gibt's auch, klare Sache. Prestige, okay, ab jetzt weiß ich, Babsa will ich wieder haben, es gibt Prestige-Modus. Kann dann wieder ein paar Prestige erreichen. So, okay, Spezialtraining kann man auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Okay, muss man wohl erstmal alles. Attributenpunkte, also Attributen kann man ja auch skillen anscheinend. Outfits, okay, wir sind wieder zurück. So, gut. Wir nehmen sie auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ah, die Story, die man wahrscheinlich erst freischalten muss. Okay. Statistiken brauchen wir noch gar nicht reingucken, weil wir noch nichts haben. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass... was jetzt ein bisschen doof ist, man kann jetzt nicht alleine spielen. Guck hier, Auto Asia East. Also, okay. Das ist die Frage, ob wir überhaupt was finden. Probieren wir mal. Schauen wir mal. Ich will... Kim. So. Ready. So. Ready. Also ich muss noch. Okay, nehmen wir Cindy. Und Lulu. Okay. Searching for the team. Mal gucken, was so abgeht. MX Pixel gegen Abonnent. Abonnent 1. Opponent 1 und Opponent 2. Okay. My Team, okay. Na, mal gucken, was so abgeht. Wie ich abschneide und wie ich ablose, ehrlich gesagt. Aber jetzt müssen wir erstmal connecten mit dem Mitspieler Mr. Pixel. Mr. Pixel. Was jetzt hier einfach noch fehlt, ist der Offline-Modus. Das wäre noch nicht schlecht, aber leider ist es ja komplett online. Naja, mal schauen. So. I'm ready. Searching for the team. Okay. Und wir suchen wieder. Assisit Hamza 3630 mit. Oh, okay. Also. Schauen wir mal.
SG gegen C. Okay, er ist ein bisschen weiter vor wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oder was das SG bedeutet, habe ich jetzt auch keine Ahnung. PF, PG versus Loading. Lass mich spielen. Du Sau. Ah, jetzt geht's los. Alles klar. Okay, Network ist unstabil. Na toll, fängt das schon mal gut an. 3. Okay, also. Oh, der hat getroffen, die Sau. Die Sau hat getroffen, also, okay. Oh, Treffer, 2 Punkte, nice. Schön. Weiter geht's. Also die Bewegungen der Charaktere war schon mal besser. Definitiv. Okay, alles klar. Okay. Gut, also die Charaktere können sich schon mal ein bisschen besser laufen. Und. Ah! Verdammt, okay. Hätte sein können, dass du einen besseren Wurf kriegst. Er muss raus. Okay, er ist draußen gewesen. Nein, der hat schon wieder den Ball, die Sau. Okay, er liegt mit ein paar Punkten voraus. Alles klar. Oh, komm, das ist ein bisschen, also die Steuerung ist ein bisschen komisch. Was macht die? Oh, habt ihr das gesehen? In Slow Motion. Also die kann. Okay, also. Ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet von der Dynamik der Charaktere. Das ist schon mal ein bisschen sehr komisch, ehrlich gesagt. Okay. Und wir haben aufgeholt mit 2 Punkten. Gut. Nein, okay. Shit. Alles klar. Okay, er legt mit 4 Punkten in Führung. Wir sollten langsam mal aufholen. Weil sonst haben wir ein Problem. Aua, okay. Alles klar. Komm, hol ihn dir. Schnapp ihn dir. Was machst du? Ja. Okay. Alles klar. Wir haben trotzdem einen Punkt erzielt. 8 zu 10. Kann man machen. Banging right through him. Over here. I'm open. Over here, honey. Jump shot. Oh, nice. Wahnsinn. Perfekt. Okay, also Steuerung ist sehr, sehr schwerfällig, definitiv. Also man muss sich echt wirklich daran gewöhnen, dass das Spiel wirklich gut läuft. Hat auch wieder ein Zweier geworfen. Okay. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Na, was machst du? Okay, alles gut. Okay. Also die CPU ist auch nicht so doof. Also die kann auch schon was brauchen. Das ist heißen, definitiv. Der war gut. Ah, ja. Aber können wir mal machen. Okay. Gut, meine CPU holt auf, das ist schon mal gut. Also, anscheinend kann ich hier schon mehr reißen wie dem Original NBA. Ich hab abgeblockt. Nein. Oh. Okay. Was ist jetzt los? Halbzeit oder was? Okay.
Ah, geht immer nur eine Minute das Spiel, okay. Ha, ich hab den Ball. Was war jetzt los? Verdammt! Scheiße! Ja, schön gewesen. Danke! Ich bin frei! Nein! Was machst du? Ah ja, oh verdammt! Jetzt hat er den Ball wieder. Verdammt, okay, es wird eine lange Minute. Meiner, nein. Brutal, brutal. Es geht um einen Punkt. Nein. Nimm dir den Ball ab, verdammte Scheiße! Yo, kick it smooth. I'm open. I'm totally open. Over here. Almost racking up those assists. Nicht gut. Wo ist der Ball? I'm right here. I'm open. Ball. I'm totally open. Y'all need a clutch final second. Over here, totally open. Was machst du? Okay, puh. 16 Punkte. Alles klar, okay, wir liegen in Führung. Hart, aber fair. Ich hoffe, dass er jetzt nicht sofort einen Ball wirft. Das haben wir ein Problem. Aber wir haben gewonnen. Yeah. Die Frauengang hat gewonnen. Oh yeah. Win. 16 zu 14. Puh, Blocks, ich habe zweimal, der hat gar keine Blocks reingehauen, aber er hat 6 Würfe gemacht, der Gegner, also die CPU, aber nicht, also 3 gegen 3 ist es im Endeffekt gar nicht, es ist nur 1 gegen 1, aber die CPU spielt halt mit 2 Leuten. Puh, okay, es war anstrengend, schwerfällig die Steuerung, ob das wirklich jetzt sich durchsetzen tut, das wird, glaube ich, nicht der Fall sein zu NBA 2K 16 oder 17, schon was schon eigentlich ansteht. Ja, wir haben auf jeden Fall Punkte erhalten, 160. Also von meiner Sicht aus, ich bin sogar Level 2 geworden. Also von meiner Sicht aus sage ich jetzt mal so, wenn das so weitergeht, so wie das Spiel so läuft, ja, komme ich sogar wahrscheinlich sogar besser klar mit, wie NBA 2K. Aber was hat hier echt nerviges, zum Beispiel Lulu, die ist. Okay, alles klar. Riesentitten, schön, aber Gesicht wie im Pferdearsch. So, auch wenn es, keine Ahnung, egal. Gut, wir gehen wieder zurück. Press Button für Back. So, wir können jetzt, okay, das war jetzt 1 gegen 1, genau. Jetzt können wir 3 gegen 3 machen, Multiplayer-Match. Wollen wir, das ist jetzt die andere Frage, machen wir das oder machen wir das nicht? Nein, Channel, zurück. So, okay. Also es gibt dann jetzt doch noch ein 3 gegen 3, aber das werde ich jetzt nicht mehr machen. Wenn ihr gerne noch ein 3 gegen 3 sehen wollt, Multiplayer, dann würde ich noch ein Video dann noch dazu machen. Hätte ich damit auch kein Problem. Liegt aber jetzt an euch. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr noch ein 3 gegen 3 sehen wollt oder nicht. Könnt ihr auch mal gucken, wie das dann auch abläufen tut. Wie die, wie gesagt, 3 gegen 3 wäre dann auch richtig gut, wenn wir 3 Leute hätten, wo man das sich gegenseitig absprechen könnte, wäre dann auch schon ein bisschen besser. So, wir gehen jetzt nochmal schnell ins Management rein. Halt, nein. Doch, ja, wir gehen immer in den Shop rein, genau. Da waren wir noch gar nicht drin. Items, Accessoires, Events, Themes, Casual, Special. Okay, wir haben hier Outfits. Wie viele Punkte haben wir denn? 0! Fängt ja schon mal gut an. Aber C, also das andere Zeug haben wir. Gucken, coming soon.
Alles Kommission, also gibt es ja noch gar nichts zu kaufen, oder wie, meine Herren? Accessoires, Themes, Events. Okay, alles klar, Premium. Was ist das? Musik. Training, ach, Training Gates, okay. Man kann dir Sachen kaufen für Training, okay. Für Training. Einheit bereit. Training. Einheit fertiggestellt. Einheit verloren. Okay, gut. Das war dann 3G, Try, One, Try, Freestyle. Es war nicht schlecht grafikmäßig, ist eigentlich auch ganz okay eigentlich, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Steuerung und Handhabung der Spieler, sehr schwerfällig, man muss sich erstmal ein bisschen reingewöhnen. Es ist halt nicht so richtig flüssig wie NBA 2K. Sonst könnte das wahrscheinlich ein schönes Spiel werden, wenn man sich mal das Spiel ranlässt und wie gesagt mal der Steuerung eine Chance gibt, kann man auf jeden Fall bestimmt Spaß haben, wenn die CPU dann nicht irgendwie machen tut, was sie will. Weil ich habe ja gesehen gerade hier, ich habe gesagt, hier, gib mir bei, ich will werfen. Nein, hat sie nicht interessiert. Okay. Gut, sonst eigentlich gibt es eigentlich jetzt noch nicht viel zu sagen. Eigentlich, 3 gegen 3, das wäre das nächste dann. Wenn ihr es wollt, müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben und dann sehen wir einfach mal, was so abgeht. Ne? Also dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000 mit heiße Mädels, knappe Sachen, alles andere wirst du jetzt wäre nicht machen. Hier waren ein bisschen weniger heiße Mädels, aber die eine war schon heiß. Heiß, heiß. Also dann. Und ja, wie gesagt, schaut beim Mapstar 23 Uhr bei. Wenn ihr auf Basketball steht, da gibt es haufenweise Videocontent zu NBA 2K, also NBA 2K. Wie gesagt, Guides, alles Mögliche, viele schöne Spiele. Schaut auf jeden Fall rein, er wird sich auch freuen. Er ist auch sehr gut in der Hinsicht von Basketballbereich, Themen und wie gesagt, er ist, den ich jetzt so kenne, ist der Einzige, der wirklich sich damit mit der Materie wirklich gut auskennt. Also dann, Tony Parker lässt grüßen, bis zum nächsten Mal, euer Christian Angel und schaut mal bei den anderen vorbei, wie sagt Mapster und wie bei mir, auch die anderen Videos sind auch empfehlenswert. Schaut auch mal da rein, lasst ein Like da und ein Kommi. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Angel 3000. Ciao, ciao.